Servus zu einer neuen Folge der Inside World Spirit Shots, welche die unterschiedlichen Facetten von Dresdner-Bränden beleuchtet. Wir beginnen mit dem Grappa und möchte dazu recht herzlich den Maestro des Monte Grappa, Vittorio Capovilla, begrüßen. Vittorio, servus. Buongiorno. Aber den Titel Maestro, Maestro. Von Monte Grappa hast nur du. Wirklich. Zu meinen Destillatorzeiten hast du den Titel schon bekommen. Ja. Sogar der Kaiser vom Monte Grappa, ganz. Ja, aber es stimmt ja. So eine große Verantwortung will ich nicht haben. Aber Ehre, wem Ehre gebührt. Also du verdienst es, du lebst es, du hast es weiterentwickelt, du hast für den Grappa, du hast für die Branche viel getan. Aber fangen wir jetzt vielleicht einmal bei der Geschichte an. Ja. Bassano del Grappa. Was war zuerst, der Grappa oder Bassano? Nein, zuerst den Grappaberg. Der Grappaberg. Das ist nur per Zufall, dass es so wie den Schnaps heißt, also sozusagen nicht. Grappaberg, der Name steht schon von 1500 und Grappa als Dresdner-Brand ist ja nur am Anfang von 1800, weil das kommt ja eigentlich von Graspa. Weil die Rispen, also die Nebenprodukte von Vinifikation auf Dialekt, also auf Italienisch heißen Graspe, Graspia, ja. Und dann auf Italienisch sozusagen übersetzt ist Grappa geworden, nicht? Das ist unser Traditionsbrand in Italien, allerdings kann man nur ausschließlich von Industrieprodukten sprechen, im Sinne, dass die Tradition, traditionell ist Grappa von Leuten getrunken worden oder die wenig bezahlen wollten. Und das ist ja, also die Reichen haben besser getrunken. Aber das ist auch heute noch immer so, ohne jemanden weh zu tun und da irgendwie Standesdünkel hängen lassen wollen. Aber Vittorio, ist eigentlich, Grappa ist eigentlich nicht die Welthauptstadt, sondern ist Bassano del Grappa ist die italienische Hauptstadt für Grappa, oder? Oder wo wird eigentlich am meisten Grappa produziert? Sicher, also Nordprovinz Vicenza hat 12 Distillerie, ja. Also Grappa-Brennerei. Aber insgesamt in Italien sind es 128, also es hat nicht so viele Brennereien, wie man denken könnte. Und die sind konzentriert in Veneto, Friaul und Piemont. Da gibt es auch in Toskana, bis Süditalien, aber die sind mehr in Veneto konzentriert. Weil das war ja üblich, dass die reichen Leute, also Grundfläche und alle die Leute haben für die Reiche gearbeitet sozusagen. Und die haben dann ein Stück Grund bekommen und sie haben es auch gepflegt und die haben es zu 50% mit den Inhabern geteilt. Also das ist geblieben bis Ende 40er Jahre. Dann mit neuer Regel, das ist total verlaufen. Das heißt, in Wein besonders, also wenn Korn oder andere Sachen produziert worden sind, ist es 50% geteilt worden. Aber mit dem Wein, Regel war ganz anders. Und zwar den Gerbottich, also normalerweise ein Holzfass, großer, offen, ja. Offen. Trauben ist mit den Füßen zerdrückt worden, ja. Und dort hat es vergoren. Und die Höhe, wo den Wein entzogen worden ist, ja. War an einer gewissen Höhe. Also am Inhaber hat es gehört, alle die Flüssigkeit, die da rausgelaufen ist. Ja. Und den Rest war für den gemein ist das, ja. Oder war das?
Und natürlich, die haben das auf alle Arten ausnützen müssen, nicht? Ja. Also ein bisschen Wein, dann haben die noch vielleicht ein bisschen Zucker und ein bisschen Wasser noch dazu getan, dass ein kleinerer Wein noch dazu gemacht worden ist, nicht? Und dann den Trister ist nicht weggeworfen worden, das ist dann gebrannt worden, nicht? Also die haben dann Alkohol draus gemacht, also. Und die Tradition, also die Grappa-Tradition, ist von einem Nebenprodukt, der er nicht kostet und der obligatorisch in Italien gebrannt werden muss. Genau. Das heißt also, jeder, der Wein produziert, muss an eine Brennerei den Trister abgeben. Heute auch noch? Immer noch, ja. Also vor einigen Jahren ist die Unterstützung, weil die wenigen Euro, die da per Tonne bekommen haben, ist vom Staat dann zurückbezahlt worden, also die Grundstoffe kosten nichts und die müssen obligatorisch abgegeben worden. Die gesamten? Weil, die gesamte, ja. Also nur kleine Produzenten können an die Kontrolle anmelden, dass die Möglichkeit nicht haben, das an eine Brennerei abzugeben und die dürfen es kompostieren oder im Weinberg einfach zerstreuen, nicht. Das heißt, dir kostet der Trester nichts? Du zahlst praktisch nur die Brandweinabgabe, nicht, die Steuern von den nicht Staat? Nicht ich, die normale Brennerei. Ah, die normalen. Du bist ja der Maestro. Nein, nicht der Maestro. Also okay, ich verstehe schon. Ich will ja den Trester, der ich will. Und der muss auch so versorgt werden wie frische Traube. Deswegen, du musst ja für das bezahlen und das suche ich ja. Weil bist auch eben selektiv, was deine Dresdung in die Farbe ist. Und vor allem die Brenntradition, das ist ja sehr schnell und oft ist es auch versüßt oder ein bisschen gerichtet im Sinne, dass gesetzlich zugelassen ist, Zucker 20 Gramm, andere Destillate, Farbstoffe und andere Stoffe ohne zu deklarieren, mit einer Grenze. Aber diese Grenze sind 50 Gramm Liter. Also alle Grappa-Produzenten halten sich in diese Grenze. Ja, und, wo sie eben sein müssen. Jawohl. Das heißt, der Grappa darf aromatisiert werden, fertig. Auch wenn es ein Muscatella-Grappa aromatisiert, ist, es wird nicht von Aromatisierung. Eigentlich gesetzlich wäre es verboten zu aromatisieren, ja, also künstliche Aromen da reingeben. Aber das kann eben mit anderen Bränden oder mit anderen Sachen aromatisiert werden. Es dürfen andere Produkte hineinverschnitten werden. Genau. So. Mit Grenze von 50 Gramm auf Liter, ja. Okay, eine Frage, was ich schon lange stellen wollte. War Nardini eigentlich der erste Grappa-Brenner in Italien? Nein, er war nicht der erste. Das ist also der, wo am berühmtesten ist. Also das sind also vom Trentino nach Bassano gewandert. Und die Brennerei war eben unter den Brücken. Also die haben dort bis in die Ende 50er Jahre gebrannt. Und den Laden auf der Brücke war den großen Erfolg von dieser Brennerei. Die sind dort seit 1779. Also das ist die eigentlich vor 50 Jahren, wenn einen Grappa in Welt man gefunden hat, das war also Nardini, das ist der einzige, die Tradition eigentlich. Das ist ja bei der Ponte Vecchio oben, ja, oder? Genau. Okay. Die alte Holzbrücke. Ja. Und der Grappa darf ja pro Liter normalerweise mit 20 Gramm Zucker, 20 Gramm Zucker versetzt werden. Ja. Aber immer im Nachhinein und natürlich nicht davor. Nein, vor um nicht. Um also, den Grappa eben runter zu machen. Aber das gilt auch für andere Produkte. Nicht nur, das ist nicht kein Grappa-Spezifikum, was den Zucker angeht. Weil in Italien werden noch heutzutage ungefähr 50 Millionen Hektoliter Wein produziert. Also sind noch vielleicht noch die Hälfte geblieben, die noch brennen sozusagen, wenn man das so definieren will. 20% von diesen 50 Millionen Hektoliter, das ist Trester. Also jedes Jahr werden in Italien rund 1 Million Tonnen Trester gebrannt. Unglaublich. Das ist Grappa, nicht? Ja.
Wir haben ja momentan ein Problem mit der ganzen Energie, mit Heizen, mit Strom. Kannst du dich erinnern, wir waren ja mal beim Levi unten. Ja. Und der Levi hat den getrockneten Dresdner, den er zum Heizen verwendet. Ja, ja, natürlich. Das gibt es auch. Brennen, ja, zum Brennen. Ja, aber das ist ja eine totale Ausnahme. Also ja, aber man könnte das auch machen. Nein, nein, den Dresdner nachhinein, man kann tun, was man will. Das wird ja auch versorgt, entweder kompostiert, da wird vieles draus gemacht. Auch die Samen nach dem Brennen. Nach dem Brennen, ja, aber ja, nicht vor. Schön wie teuer. Ja. Ist der Rotweindresd oder hat der Rotweindresder gleich viel Ausbeute wie der Weißweindresder? Eigentlich schon. Also Weißweindresder, das Problem ist, dass den Rotweindresder ist schon vergoren, wenn er in die Brennerei kommt. Ja. Also, aber natürlich, die können das nicht sofort brennen. Das wird also massiert in große Tanks und das wird dann bis im Frühling dann gebrannt. Den Weißdresdner ist unvergoren. Chardonnay, weil er abgepresst wird. Natürlich, das ist also... Außer biodynamisch. Also wenn es ein biodynamischer ist, dann ist er auch... Moment, es kommt darauf an, ob das mazeriert, also ja, mit der Schale ja, entrappt und mit der Schale vergoren ist. Das kann man auch dann sofort brennen. Aber normalerweise, die Weißtrauben, die werden sofort von der Schale getrennt, also Saft und Dresdner. Und das muss ja gären, nicht? Und das ist das größte Problem von Weißdresdner. Deswegen normalerweise die große Distillerie, die tun das alles vermischen und die lassen das monatelang stehen, sodass alles durchgegoren ist und dann fangen die im Januar an zu brennen. Nicht? Das heißt, zum Weißen Dresdner, wenn man das richtig... Zum Weißen Dresdner gibst du die Hefe dazu? Damit nein, das wird mit Rotdresdner zusammen gemischt. Die haben ja Gruben, die 8x8 ja, und 12 Meter tief sind, also das wird alles ja, reingetan. Also, so wird das was dann reinsortige Grappa sind, das ist fast ein Dream. Ja, egal. Egal. Ja, aber eine Frage an dich, hast du lieber Weißwein oder Rotweindresdner? Nein, also Weißwein sind zwei verschiedene Sachen. Also die klassischen Grappa sind aus Rotdresdner, also aus roten Trauben ja, von Nebbiolo, Brunello, Merlot, Cabernet und so weiter. Also Italien ist so reich ja, an Rebsorten. Und die kann man sofort brennen, weil die sind mit dem Saft schon vergoren. Nicht? Ja. Also, aber das sind nicht aromatische Rebsorten. Also aromatische Rebsorte, so wie jetzt zwei Beispiele, Muskat, gelber Muskat-Dresdner und Gewürztraminer. Natürlich, auch einen Grappa kann ein nobler Destillat sein, aber es muss richtig verarbeitet werden und natürlich Wasserbad destilliert. Es gibt keine andere Abkürzung. Also, weil die Tradition ist eigentlich, das so schnell und so wirtschaftlich wie möglich zu destillieren. Verständlich, ja. Die traditionelle Art von Dresdnerbrennen, also diskontinuierlich, das war also in diese Kessel auf Schichten gestellt, direkten Dampf in Dresdner rein. Ja. Also Dampf hat natürlich 130, 140 Celsius und die Temperatur dient ja eigentlich nur, um die Entalkoholisierungszeit enorm zu verkürzen. Nicht? Wenn man Wasserbad brennt, tut man automatisch... Du brennst der Wasserbad. Nur Wasserbad. Wie heißt das Wasserbad? Bagno Maria? Oder? Bagno Maria. Ja. Bagno Maria. Doppelbrand, ja, also doppelt gebrannt. Man tut zuerst den Rohbrand herstellen und dann fein brennen. Tut man mit dem Wasserbad, so wie bei der Masche auch, Wasserbad heißt, höchstens auf 100, 102 Celsius zu gehen. Und das ist sehr wichtig, weil da werden nicht die oberen Alkohol mitgerissen, also von der Dämpfe.
Das ist natürlich ein langsamer Vorgang, aber sehr wichtig, wenn man Qualität produzieren will. Weil sobald man diese Temperatur übersteigt, werden eben besonders vom Trester Samen Öl mitgenommen und die oberen Alkohole, also Glycerin, Fettstoffe. Ja, ja. Und das ist das was eigentlich Fusselstoff, die Fusselöle, ja. Die wo dann den Grappa unverdaulich machen. Ja. Man trinkt es als Digestiv und ist genau das Gegenteil. Stichwort Trinken. Jawohl. Wir haben jetzt einen gelben Muscatella Grappa. Jawohl. Das ist ein gelber Muskat. Das ist allerdings eine besondere Klone. Das heißt Moscato Fior d'Arancio, also Orangeblüte Muscatella. Das Hügel. Jawohl, Georganische Hügel und Colliberici. Das gehört zu gelber Muscato, aber der hat so einen blumigen Duft. Also, typisch Muscat. Typisch Muskat, ja. Aber richtig, Zitrusblüte. Könnte fast der Traubenbrand schon sein. Ja. Der ist so aromatisch, geht in Richtung Traubenbrand hin. Gegenüber der Gewürztraminer, also gelber Muskat ist blumig und Gewürztraminer ist würzig. Hat aber sicher mehr Muscaris, mehr Rosentöne. Natürlich, Rosentöne und gewürzte Töne. Also, aber total, wenn du hineinriechst, hast du das Gefühl, das ist ein Parfum. Wirklich? Ja, das ist ja so aromatisch. Das sind aber ganz gute Triste. Das ist also von einem Vittorio, es gibt ein Schimpfwort, das wird man nicht sagen. Ja. Shit in, shit out. Wenn du nichts Gescheites hineintust, kommt nichts Gescheites heraus. Es ist das Gleiche, klar. Du kannst in der Küche nicht zaubern, wenn du ein perfektes Grundprodukt hast, oder kannst du, außer du verhaust, ein perfektes Endprodukt machen. Man kann sich auch benehmen, so wie die Franzosen sich benehmen. Wenn du keine großen Grundstoffe hast, dann machst du ganz interessante Soße, verstehst du? Das ist das, was man dazu... Ja, das ist jetzt unfair. Ich sage dir nur eins dazu. Entschuldigung, Nein, das passt schon. Aber ich sage dir nur eins, ich bin total italophil, ich liebe die mediterrane Küche und ich weiß, dass die Italiener keine Soßen verwenden. Aber nur sagt er, meine Grenzen sind, wenn du so einen Hackbraten, wenn du so willst, weil du jetzt so einen faschierten Braten keine Soße hast, das ist zäh, aber weißt du, was ultra zäh ist? Wir waren in Kormos unten mit Cousin und ich zum Ganselessen und ein Gansel ohne Sauce. Da hat sogar mir das Sieben aus. Da hat sogar mir das Sieben aus. Also weit zum Thema. Aber du hast jetzt ja das Thema Franzosen angesprochen. Ja. Was ist eigentlich der Unterschied vom Grappa zum Mar? Du produzierst ja für Hersteller. Trestebrände sind Trestebrände. Nur in Frankreich ist keine große Tradition vom Trestebrennen. Sind ja nur 3, 4, aber das sind Industrie und die machen eigentlich also Alkohol draus, die machen also kein Grappa. Marc von Champagner oder Burgund oder Bordeaux ist sehr selten etwas Anständiges zu trinken, also wenigstens für uns, also vielleicht für den Markt schon. Ich meine, du bist sicher nicht der Maßstab jetzt für alles, weil du einfach eine außergewöhnliche Qualität machst. Du bist alleinstehend, wenn du willst, mit in der Qualität, wie du so produzierst. Du verwendest ja auch keinen Zucker. Aber nur, wenn wir jetzt wieder auf den Mar zurückblättern. Ja. Der Mar ist ja genauso eine geschützte Herkunftsbezeichnung. Es gibt ein Mar de Champagne. Ja. Und das ist auch klar definiert, mit welchen Trauben das produziert werden darf. Und es gibt ja genauso neben der Herkunftsbezeichnung auch praktisch eine typische Bezeichnung für die Traube, zum Beispiel Mar de Chardonnay, Mar de... Normalerweise ja, ist es regional, also Marc de Champagne, Marc de Bourgogne, Marc de Bordeaux und so weiter. Einige kleine, die tun auch die Rebsorte bezeichnen, aber das ist nicht geliebt eigentlich und das ist, die haben auch keine Tradition. Ich als Beispiel brenne, wir gehen selbst, also weil die Champagnertrauben, die werden nicht entrappt gepresst, werden die ganze Trauben gepresst. Also 2002, 2003 habe ich meine Behälter hochgeschickt, also zum Billecar Salmon. Die haben aus der Presse, weil die dürfen ja nur
Maximum 60% vom Gewicht vom Traubenpressel. Das sind Klarettweine. Nein, nicht. Das bezeichnen nur aber, glaube ich, als Klarett. Nein, das ist aus einer Beschränkung. Also die dürfen normalerweise mit 100 Kilo Trauben darf man höchstens 70 Liter Wein machen. Beim Champagner sind nur 60 Liter. Nur das Beispiel. Also, die haben mir das gut verpackt, mit dem Sack zugemacht, in diese Behälter drin. Aber wenn die Rispen dabei sind, die haben auch ein bisschen gärenden Saft reingemacht, bevor die Säcke zugeschlossen worden sind. Aber wenn die Rispen dabei sind, nach 5-6 Tagen ist das schon alles muffig gewesen. Also, da war auch der Luca Gargano dabei, der das eigentlich mehr so in diese Richtung gestoßen hat. Da haben wir gesagt, nein, wenn wir das machen wollen, müssen wir auch gehen mit einer Entrappmaschine, weil die haben keine Entrappmaschine. Ja, das wird brauchen also, das nicht. Ja. Brauchen das nicht. Dann seit 2003, 2004 schicken wir mit dem Lastwagen unsere Behälter. Und da gehe ich zum Ville Garcelmon und Philippe Bonnat. Und aus der Presse tun wir die gepressten Trauben entrappen. Also die Rispen werden weggenommen und wir nehmen nur die Schale. Das geht dann in so Container. Ja, dann ist es mehr oder weniger fast der Traubenbrand schon. Nein, das ist nur der Rest, weil der Saft ist schon entnommen worden. Es ist noch ein bisschen saftig. Und dann dürfen wir einige Liter gärende Most über den Trister übergießen. Da wird ein Sack zugemacht. Damit es stabil bleibt, oder? Nein, damit nichts passiert, die gärende. Nein, damit, natürlich, sonst oxidiert es sich. Ja, eben. Und damit, sobald die Gärung startet, produziert auch CO2 und das schützt dann die ganze Masse. Das lassen wir 14 Tage, 20 Tage gären in die richtige Temperatur und dann können wir das brennen nicht. Und wir machen den Trister. Also. Und wir dürfen es nicht Marke de Champagne nennen. Das wollte ich fragen. Nein, dadurch, dass das sind französische Grundstoffe und in Italien gebrannt. Genannt wird es Eau de Vie de Marque und wir dürfen, wir haben 10 Jahre lang Marque de Champagne genannt, aber da haben sich die Champagner-Leute dagegen gesetzt und beispielsweise von Philippe Bonnat brennen wir nur den Cru, also den Clos de Gouasse und dann heißt es auf die Etikette, und wie der Marque de Clos de Gouasse. Okay. Also Champagner darf nicht drinstehen. Ja. So, das heißt, wenn es ein Mar de Champagne ist, muss er eben dort... In Frankreich gebrannt. Frankreich oder in der Champagne auch gebrannt. Nein. Das, aber in Frankreich in Frankreich. So, und jetzt eine letzte Frage noch, bevor ich dann zum Dresdner komme. Wenn ich jetzt von dir einen Grappa kaufe, den abfüll unter meinem Label, unter meiner Etikette und den in Österreich verkauf, muss ich die jetzt als Produzent hinaufschreiben oder darf ich das als Grappa bei uns verkaufen? Nein, es kommt auf den Grappa drauf an. Beispielsweise Barolo Grappa darf nur produziert und abgefüllt werden in die Produktionszone. Ich brenne ja seit 30 Jahren Barolo Grappa. Ja. Und wir haben auch, dadurch, dass ich meine Brände mehrere Jahre liegen lasse, dass die verästern, seit 2016 dürfen wir nicht mehr Barolo schreiben, trotzdem, dass in 2010, 12, 13, 14 produziert worden ist. Nicht? Da ist eine Diskussion jetzt mit dem Consorzio von Barolo. Scheinbar, ich werde der Einzige zugelassen, der das schreiben darf, also, weil die haben Vertrauen also an mich. Aber das Problem war, dass die größere Brennerei, die haben da ein bisschen Grappa verkauft, dann Abfüller. Und die haben dann ewig Barolo, Millionen Flaschen. Und das war schon richtig, dass da ein bisschen Ordnung gestellt wird. Also,
Jetzt, was lose Grappa also im Ausland verkauft wird, da bin ich, weil das sind inzwischen in die viele Jahre auch Regel anders geworden. Ja. Das hat man in Deutschland machen können bis in die 90er Jahre, aber jetzt sind die Regel anders geworden. Also das muss also abgefüllt werden oder nicht Grappa, muss nur Dresdner Brand oder Fantasiename, die an Produkt zurückgreifen. Ja. Etwas haben wir noch nicht klar definiert. Ja. Grappa ist eine geschützte Herkunftsbezeichnung, darf nur in Italien und in der Schweiz im italienischen Gebiet, ja, im italienischsprachigen Gebiet in der Schweiz produziert werden. Also wenn man Grappa sagt, sagt man Dresdner Brand aus italienischer Traube, in Italien vinifiziert und in Italien gebrannt, destilliert. Also mit Grappa ist alles das nicht. Ja. Vittorio, danke für das ausführliche Gespräch. Schön, dass du wieder da warst. Und ich mache jetzt mit einem Steirer weiter, ja, mit dem Franz Dienauer. Und wir runden jetzt das, was großer wir jetzt gesprochen Freund, haben. Ganz ja, ein feiner Brenner. Wir sind ja alle Kollegen und Freunde. Natürlich. Und wir runden das jetzt noch mit deinen Produkten aus Dresden ab. Danke, Vittorio, dass du da warst. Danke an euch. Und wir haben jetzt den Brenner Franz Dienauer bei uns. Er kommt aus Gamlitz, aus einer Weingegend. Franz, schön, dass du bei uns bist. Grüß dich, servus. Du hast ja schon gesehen, was wir mit dem Vittorio alles angestellt haben. Ja, der hat uns ja ausführlich über den italienischen Grappa und über den französischen Markt gesprochen. Und das, was ich jetzt mit dir vorhabe, dass wir das jetzt noch abrunden mit dem Produkt, was im Rest der Welt produziert wird, bei Dresdner wird überall hergestellt. Mhm. In Amerika teilweise, ich weiß auch nicht, wie das geht, wird zum Beispiel ein Dresdner Brand auch als Grappa bezeichnet, egal, aber das braucht uns nicht interessieren. Aber nur, wie stellst du jetzt zum Unterschied von einem Grappa zu einem Mar dein Dresdner her? Was ist da der gravierende Unterschied? Dresdner hat bei uns in Österreich nicht so viel Tradition. Es ist ja sehr jung, es ist ja. Die Obstbrände waren ja immer zuvor, es ist ja technisch sehr schwierig gegangen, Dresdner zu brennen. Und das waren ja eingemauerte Kessel, direkt befeuert und somit war das immer relativ schwierig. Das ganze Wechseln, den Dresdner rauszubekommen, um das rauszubekommen. Jetzt ist es so, dass wir, dass viele Brenner in Österreich Dresdner produzieren aus frischen Trauben. Frische Trauben werden gepresst, gerebelt, gepresst. Der Pressrückstand, heute Kerne, Fruchtfleisch kommt zu uns oder zu den Kollegen, kommt in Großkisten, wird dort verdichtet, so wenig Sauerstoff wie möglich drinnen. Ist meistens eine, keine Oxidation, meistens eine Spontangärung. Manche geben sogar einen frischen Saft oder Hefe dazu, eine Brennereihefe. Wird dann dicht gemacht, entweder passiert das Insekten, die was oben verschlossen werden. Bei uns ist es so, dass es in Großkisten ist und da kommt eine Folie drüber und über die Folie kommt noch Wasser drüber und somit ist das dicht. Ja. Kommt ein Staubdeckel drauf, geht bei uns ins Kühlhaus und steht bei einer Temperatur zwischen 13 und 14 Grad im Kühlhaus und vergärt dann. Das ist ein bisschen spezieller wie zum Beispiel bei so einem. Ja, es sollte ja so reduktiv wie möglich sein und sollte so fruchtig wie möglich sein. Es geht aber nur aus Trauben, die was die physiologische Reife haben. Physiologische Reife ist ja, wie wir wissen, bei der 19 km/h beginnt physiologische Reife. Und ja, und das steht eine gewisse Zeit, das ist meistens so 5 Wochen im Kühlhaus und dann sind sie vergoren. Und dann kommen sie in die Brennerei, immer in Wasserbadbrennerei, meistens in klassischen Brennverfahren, Raubrand, Freienbrand, weil das das fruchtigste Ergebnis ergibt und das reintönigste Ergebnis. Sonst habe ich bei Kolonnenbrennern habe ich sehr nasige Produkte, aber wenig Körper dahinter. Und ja, und so wird das produziert bei uns. So, jetzt sollten wir vielleicht erklären. Du hast gesagt reduktiv, das heißt reduktiv ist fruchtig und oxidativ ist eben oxidativ, das heißt, da ist Oxidation da von den, ja, von den bewusst macht von dem Produkt, zum Beispiel eine Schere ist oxidativ. Mhm. Reduktiv sind unsere Fruchtbrenner, wie wir es machen. Mhm. Und das, was du auch gesagt hast, 19 km/h, das ist Klosterneuburger Mostwaage. Richtig, ja. Das heißt, dass wir sprechen jetzt von 19, von Produkten, die aufwärts, die über 19
ich sage mal, Zuckergehalt haben Zuckerprozente, noch Zuckerprozente noch der Klosterneuburg am Mostburger haben. Ja. Und wenn das drüber geht, dann heißt das, dass nur erste Qualität im Grunde genommen verwendet wird und eigentlich nur erste Qualität nach dem Brennen herauskommen kann. Und alles, was kleine Produkte sind, werden eben nicht verwendet dann, oder? Ja, ist das richtig? Ja, richtig so. Es ist so, die sind nicht negativ klein, sondern die sind im Geschmack kleiner. Das meine sie haben noch nicht das Volle erreicht. Und somit, wir machen ja nur das, was im Glas ist, ist ja nur eine Konzentration unseres Grundproduktes. Ja, stimmt. Und da muss man immer das Beste nehmen, weil sonst geht es nicht. Ja, dann fangen wir vielleicht mit dem Glas an. Schenk einmal die zwei Produkte, die du mitgebracht hast. Ich habe mitgebracht zwei Klassiker aus der Steiermark oder sehr aromareiche Sorten. Und das eine ist Sauvignon und das andere ist Muscatella. Ja. Sauvignon, wir machen Brände, die sind ein bisschen höher im Alkohol, immer alles über 50. Und das ist Sauvignon Reserve. Ja. Jahrgang 17, das heißt, unsere Brände sind auch gereift. Oder Dresden Brände sollten reifen, sonst haben sie diese Harmonie nicht. Und ja, Muscatella. Das war 17, ja, okay. 17, Muscatella ist auch 17. Gelbe Muscatella, eine sehr großtraubige Sorte, sehr fruchtintensive Sorte. Beide Sorten aber relativ schwierig zum Destillieren, weil sie die Aromatik dieser Sorten kupferempfindlich ist. Oh. Das wäre interessant, wenn man das auf einer Niederosterblase machen würde. Aus einer Brennblase aus Niederoster. Aus Niederoster, okay. Aus Niederoster, ja. Dann hätte das mehr Nase und mehr. Nicht mehr Körper, sondern mehr Nase. Da müsste aber der Dresdner blitzblank, perfekt sauber sein, ohne irgendein... Ja, die sind also sie eh. Heutzutage sind Dresdner sowieso perfekt gereinigt. Die laufen über Trauben, laufen über Sortiertische, da wird alles ausgeschüttelt. Jedes Insekt, was da drinnen sitzen könnte und die Beeren werden fototechnisch sortiert. Und somit... Vittorio, hörst du das? Gute Grundstoffe. So, welche, du tust ja die Dresdner auch Holzfass lagern. Ja. Welche Dresdner gibst du ins Holzfass? Das ist immer eine Kombi aus Muscatella, Sauvignon und ein bisschen Chardonnay ist dabei. Okay. So, dann probieren wir es einmal. Zuerst tust du den Sauvignon. Ja. Pass auf, der Sauvignon ist doppelt, ja. Andere Sorte. Ja. Das ist das. Wie beschreibst du den? Grasig, johannisbeerig. Das typisch das Blättrige kommt da sehr stark. Das, aber nicht das Grünblättrige, sondern das Blättrige von der Johannisbeere und was ich auch habe, so ein bisschen brotige Töne, also ein bisschen Dörrobst kriege ich hinein. Diese, so brotig, Dörrobst. Das ist, das entsteht dadurch sehr stark, weil es diese Sorte Sauvignon sehr kupferempfindlich ist. Sauvignon ist immer relativ schwierig, die richtig fruchtig hinzubringen. Aber im Geschmack, was ich auch habe, apfelige Töne. Ich kriege ein bisschen grün-opfelige Töne hinein. Das kann schon sein. Es geht, sehr ins Fruchtige. Das habe ich also immer eine Sorte, die was aus den grünen Komponenten sehr gut lebt. Jawohl, deswegen grün-opfelig ein bisschen. Wunderschön. Okay. Und das andere ist der gelbe Muscatella. Muscatella ist der Nasenschnapper. Ja, der springt meistens in die Nase. Ne? Aber warum soll man was anderes produzieren, als wie etwas, was die Leute lieben, oder? Richtig, so ist es. Ein Handbuch zu einem Schnaps oder zu einem Dresdner braucht kein Mensch. Ja. Außer es gibt natürlich auch Spezialisten, die das haben wollen. Punkt. Ja. Aber was ich da habe, viel Gerbstoffe, Birnenhaut. Ganz viel Birne, Birnenhaut, ganz reife. Aber das Hautige habe ich da sehr stark. Ganz reife Birne. Und auch hagebutte Rosentöne kommen da ein bisschen. Ja, ganz leicht unterstützt davon ein bisschen von einer Mirabelle. Franz, der heute ist genug Dresdner. Genug Dresdner? Wir haben gemacht den Mann, wir haben gemacht den Grappa, jetzt mit dir den Dresdner. Ja. Du hast, glaube ich, sehr viel eingebracht. Wir haben, glaube ich, eine super Folge gemacht. Danke fürs Kommen. Dankeschön. Ich kann jetzt auch nicht einmal abmoderieren, weil ich das nicht aus dem Mund kriege. Soll es was Besseres geben? Pause. Okay. Ich muss meine Verabschiedung machen, dann können wir weiter trinken. Mhm. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen und ich hoffe, dass Sie mit uns eine spannende Zeit hatten. Abonnieren Sie bitte auf YouTube den IWS TV-Channel und empfehlen Sie bei uns bitte Ihren Freunden weiter. Auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge von Inside World Spirits. Franz, ich weiß nicht, wie ich das trinken soll. Prost!
Gesundheit, Wahnsinn.